lebt beim Patrick zuhause. Und er hat stark vergrößerte Gebärmutter mit Flüssigkeit gefüllt. Und die haben wir dann kastriert. Sie ist rausgekommen, sie ist noch nicht kastriert. Sie ist schon ältere Dame. Jetzt ziehen wir die Fälle. Es ist alles gut gegangen, tipptopp, und jetzt müssen die raus. Mir ist es wichtig, dass Tierhaltung nicht eine Sache ist für Reiche. Es gibt immer wieder Leute, die kommen und finden, dass Menschen auf der Straße sollten keinen Hund haben. Die können ja selber nicht auf sich schauen. Wie sollen sie dann auf einen Hund schauen? Und da stehen wir ganz anders dazu. Wir haben ganz viele Menschen, die auf der Straße leben, die ihren Tieren viel besser schauen wie manche andere. Und für uns ist es einfach immer wichtig, dass die Menschen mit ihren Tieren einen Anlaufpunkt haben, wo die Tiere auch medizinisch behandelt werden. Oh, sie geben einen Teil Fäden selber gezogen. Also ihre Katze hat Fäden selber gezogen? Alle? Nein, noch nicht ganz. Geht's so lange. Geht sie gut, frisst sie und ist munter? Ja, das geht's ist besser? Sie rennt auch hoch, ja, ja. Also du merkst richtig, dass es besser ist, Gesundheit. Ja, ja. Ja, ja. Super, ist doch schön. Ich bin froh. Wirklich cool, dass es überhaupt gibt. Das Projekt Gassentierarzt gibt es seit 15 Jahren. Es ist ein Projekt, das unter dem Pfarrer Sieber entstanden ist. Ich bin gelernte Tierpflegerin und Tierarzthelferin. Ich bin schon in ganz jungen Jahren auf der Gasse geholfen. Ganz viele verschiedene Projekte immer beim Pfarrer dabei gewesen, unter anderem eben auch der Gassentierarzt. Gestartet und angefangen haben wir für die Leute, die wir kennt haben. Wir wussten, diese Leute gibt es mit dem Hund auf der Gasse. Sehr schnell haben wir gemerkt, es gibt ganz viel mehr Leute, die eigentlich sonst nicht in eine Anlaufstelle, nicht in eine Beratungsstelle kommen. Du hast natürlich alles über so lange Zeit. Also du hast Menschen, die du 10, 15 Jahre mit ihrem Tier begleitest und dann ist das ganz, ganz ein schwerer Abschied, wenn man so ein Tier einschläfen muss. Und du weißt, der läuft nachher davon und hat seinen Partner nicht mehr, ist jetzt die Mutterseele allein. Wo aus dem Ostblock oder aus wo auch immer herkommen, die haben keine Krankenkasse, die haben keine Versicherung, aber sie haben vielleicht ein Hündchen oder einen Vogel oder eine Katze. Und auch das Tier muss behandelt werden. Das waren Leute, an die bist du nicht angekommen. Oder einer, der zum Spital rauskam ist, und wir gewusst haben, der hat Krebs, wir haben ihn jetzt operiert, wir haben ihn bestrahlt und er sollte wirklich nicht zurück in den Wald. Und er hat sich wirklich nicht eingesehen und dann haben wir versucht zu sagen, schau, dein Hund ist jetzt 9, der hat Schmerz, müsste eigentlich den Winter im Trockenen verbringen. Wir haben dir jetzt ein Bewohnzimmer organisiert, geh doch in das Bewohnzimmer, im Hund zu lieb, wenn schon nicht dir zu lieb. Der Arzt hat mich so angeschaut und gesagt, ja, ist denn der Hund so schlecht zu wegen? Ich sage, nein, der Besitzer ist schlechter zu wegen. Aber er kann sie ja nur annehmen, wenn er es dem Hund lieb macht. Auch spannend, wie sie sehr viel annehmen können über das Tier. Und wie hoch der Stellenwert wirklich ist vom Partner Tier auf der Gasse.